Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Ice Motorcycle Repair. Und heute geht es um den Evo Schlosskit, also die Diebstahlsicherung für das Evo Quicklook System. Und das nehmen wir heute mal unter die Lupe und montieren wir es auf einen Tankrucksack. Viel Spaß dabei! So, ich würde sagen, schauen wir mal rein, was da in der Verpackung drinnen alles enthalten ist. Da haben wir mal das Schloss. Das Zahlenschloss, wie das zum Einstellen geht, das zeige ich euch dann gleich. Und da haben wir noch eine Schachtel, eine kleine. Das sind die Sicherungsstifte für die Verriegelung. Ja, die Beschreibung für die Montage. Und hier haben wir noch so ein Art Schlüsselanhänger mit dem Logo von SWMOTEC und den Ring. Auf den Ring können wir dann die Sicherungsstifte befestigen. Wir kommen jetzt zur Einstellung des Zahlenschlosses. Werkseitig ist die Einstellung 3x die 0 und der Schnappverschluss ist geöffnet. Wie kann ich das jetzt ändern? Das ist ganz einfach. Ich drehe mal das auf die Seite, das Schloss. Und hier gibt es einen Sicherungsknopf und diesen Sicherungsknopf muss man so weit herunterdrücken, bis er einschnappt und dann macht er so ein Klackgeräusch. Ich lege mal das Mikrofon herunter. So, den drücke ich jetzt hinein. So, ich hoffe, das hat man gut gehört. Und jetzt kann ich die Zahlen einstellen nach Belieben, wie ich möchte. Ich gebe jetzt einmal ein die 6, die 6, die 1, das heißt 1, das kommt jetzt darauf an, von mir ist die 6, für euch ist die 9, also sagen wir mal 1, 9, 9 und dann brauche ich nur den Schnappverschluss nach unten drücken und somit ist diese Zahlenkombination gespeichert. Jetzt sehe ich 1, 9, 9, wenn ich es jetzt verdrehe, auf 1, 7, 9, sperrt der Schnappverschluss und lässt sich nicht mehr öffnen. Ja, eigentlich ganz simpel dieses Schloss zum Einstellen. Kurz noch gesagt zu einem Zahlenschloss. Verdreht immer, wenn ihr die Zahlen einstellt, verdreht immer alle drei Einstellräder. Nicht nur eins. Also, und nicht in eine Richtung, sondern verschieden. Zum Beispiel das nach links, das nach rechts, das wieder nach links. So sperrt man Zahlenschloss ab. Denn viele, ich drehe das jetzt wieder zurück auf die Standardeinstellung, denn viele neigen dazu eher aus Faulheit, dass man dann sich hinstellen muss und wieder diese Zahlen einstellen, dass sie nur eine Zahl verdrehen und denken, passt schon. Ja, passt nicht, denn das kann ja jeder in 10 Sekunden aufmachen, das Schloss. Da brauche ich nur jede Zahl nehmen, drücken, probieren und irgendwann passt dann, dass das Zahlenschloss öffnet. Ja, also immer alle drei Zahlen verdrehen in verschiedenen Richtungen. Und das zweite ist, was mir sehr gut bei dem Zahlenschloss gefällt, man kann es nicht austricksen, zum Beispiel, dass man jetzt einen Druck ausübt und dann merkt, dass vielleicht irgendwas einrastet. So, jetzt bin ich auf 0, da rastet gar nicht, man spürt es nicht, dass das jetzt schon die richtige Kombination wäre. Das ist sehr gut gemachtes Zahlenschloss. Denn bei billigen Zahlenschlössern kann man ganz einfach knacken. Das geht bei dem Schloss nicht. Hier müsste man wieder loslassen und dann nochmal drücken, dass es öffnet. Aber man spürt nichts beim Verdrehen, dass irgendwo irgendetwas einrasten würde. Ja, das wollte ich euch nur kurz sagen, dass ihr auch das Zahlenschloss dann richtig sichert. So, wie funktioniert jetzt die Montage von der Sicherung am Tankrucksack? Wer jetzt schon einen Tankrucksack hat und den Oberring auf den Tankrucksack montiert hat, ja, den empfehle ich, dass er wieder runternimmt. Das heißt, wir öffnen mal die Abdeckung hier und ich schraube den Oberring wieder ab. Ja, man könnte natürlich jetzt gleich durch den Oberring durch die Öffnung durchbohren. Ich drehe es mal um. Hier sieht man da
dieses Loch, aber ich möchte das nicht machen, weil man sonst mit dem Bohrer vielleicht dieses Loch ausweitet und dann hält der Sicherungsstift dann nicht mehr so gut. Und darum ist mir das die Arbeit wert, dass ich die vier Schrauben dann nochmal herausnehme und den Oberring vom Tankrucksack entfernt. So, die Schrauben sind nun heraus und jetzt nehme ich einmal den Oberring herunter. Und jeder, was einen Evo Tankrucksack gekauft hat, der hat jetzt auch noch so eine Schablone. Und die Schablone lege ich jetzt da drauf. Natürlich so, dass sie mit den alten gebohrten Löchern übereinstimmt. Ja, sonst wird das nicht funktionieren. Das heißt, das richtet ihr genau auf die alten Löcher aus. Und hier habt ihr auch stehen, Diebstahlsicherung. Das Bohrloch müssen wir hier machen und dazu nehmen wir einen 5,5 mm Bohrer. Der ist leider nicht beigelegt. Als Unterlage könnt ihr noch ein Holz unterlegen, dass ihr da ein bisschen Widerstand habt zum Bohren. Und dann einfach einmal machen wir mal ein Loch in den Tankrucksack. So, die Schablone können wir wieder abnehmen. Ein Loch mehr. Ich bohre es von dieser Seite auch noch, wegen dem Stoff. So. Ja, im nächsten Schritt können wir den Oberring wieder auf den Tankrucksack montieren. Und auch das brauche ich euch, glaube ich, nicht noch einmal zu zeigen. Und darum geht es wieder dann weiter, wenn ich die Schrauben wieder drinnen habe. So, jetzt haben wir das Loch gebohrt, dann den Oberring habe ich wieder am Tankrucksack montiert. Die Hülle können wir jetzt natürlich wieder über den Tankrucksack legen. Und hier, wo das Loch ist, nehmen wir einfach ein Messer und machen einen Kreuzschnitt rein. So. Die Stifte habe ich schon auf diesen Anhänger montiert. Das sind zwei Längen. Wir brauchen hier die kürzere, den kürzeren Stift. Den langen nehme ich dann wieder runter. Das ist vielleicht für ein zweites anderes System oder einen anderen Tankrucksack. Bei mir passt auf jeden Fall der kurze Stift. Und wenn ich den jetzt hier reinschiebe, dann seht ihr, dann kommt er hier raus und damit ist diese Verriegelung gesperrt und ich kann hier ziehen, so viel ich möchte. Ich werde den Tankrucksack nicht mehr vom Fahrzeug bekommen, solange der Stift da drinnen steckt. Ich nehme den Stift wieder raus, darum habe ich jetzt den schönen Ring, da kann ich mit dem Finger schön reinfahren und kann ihn rausziehen. Dann funktioniert natürlich auch die Verriegelung wieder. Soweit dazu und ich glaube, jetzt gehen wir mal zum Fahrzeug. So, setzen wir mal den Tankrucksack jetzt am Fahrzeug auf. Da muss ich jetzt einmal mit der Hand filmen. Den Stift setze ich jetzt ein. Den Tankrucksack schließe ich. So, jetzt kommen wir zum Schloss. Das Schloss nehme ich einfach, wickle es einmal um den Lenker rum, fädle es durch die Lasche durch, sodass da am Lenker befestigt ist, die Drahtschlaufe. Und jetzt das Schloss, den Tankrucksack mache ich praktisch ganz zu, bis sich die Reißverschlüsse hier überlappen. Und dann kann ich das Schloss hier einhängen, lass los, verstell meine Zahlkombination und damit ist der Tankrucksack gesichert.
Also da kann man jetzt ziehen, wie man möchte. Man wird den Tankrucksack nicht vom Fahrzeug bekommen und ich kann dann natürlich auch nicht den Stift entfernen, weil ich ja keinen Zugang zum Tankrucksack habe. Da müsste ich das Schloss wieder öffnen. Ja, und dann kann ich natürlich auch wieder in meinen Tankrucksack rein, den Stift entfernen und den Tankrucksack abnehmen. Ja, nun habt ihr gesehen, wie schnell so eine Diebstahlsicherung am Tankrucksack montiert ist. Ist so eine Diebstahlsicherung überhaupt sinnvoll? Ich sage auf jeden Fall ja. Und ich erkläre das anhand eines Szenarios. Denn für Profidiebe ist natürlich nicht wirksam, aber für Gelegenheitsdiebe schon. Stellt euch vor, ihr fahrt am Sonntag mit dem Motorrad aus, ihr findet ein schönes Gasthaus mit einem schönen Gastgarten und der Parkplatz ist gegenüber der Straße, super einsichtbar, also setzt euch hin und seht das Motorrad, denkt ihr, da lasse ich lieber den Tankrucksack alles drauf, ich sehe eh aufs Motorrad hin, was soll passieren? Falsche Einstellung. Genau, da passiert sowas. Denn so Gelegenheitsdiebe, ja, der kommt vielleicht, ihr seht es an, der was bei einem Motorrad steht und denkt sich, boah, den gefällt mir Triumph besonders gut, der schaut sich jetzt bei meinem Motorrad an. Vielleicht macht er das, vielleicht hat er aber einen anderen Hintergedanken, er will euren Tankrucksack stehlen. Habt ihr eine Diebstahlsicherung, wird er das nicht machen, denn er muss schnell sein und er muss wieder weg. Habt ihr keine Diebstahlsicherung, geht das in ein paar Sekunden. Der geht hin, betrachtet euer Fahrzeug, zieht den Tankrucksack runter, rennt um die Ecke, dort wartet schon sein Freund mit einem Roller oder sonst irgendwas und der ist weg. Bis ihr vom Tisch aufgestanden seid und dem nachgelaufen seid, ist der schon über alle Berge. Und genau für solche Szenarien ist so eine Diebstahlsicherung gut und gemacht. Also meine Empfehlung, gebt die paar Euro aus, die sind es wirklich wert und ihr habt wieder ein Stück Sicherheit mehr auf euren Motorrad. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles, was ihr dazu braucht und benötigt, wie immer unten in der Videobeschreibung. Daumen hoch, freut mich natürlich immer. Abonniert meinen Kanal, es kommen jetzt sehr viele neue Videos. Ihr habt da schon einige in Vorbereitung. Ich sage vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Ice Motorcycle Repair. Tschüss.